So, wir gucken mal als allererstes, ob ich immer noch den Kleiderschrank-Bug habe und einfach alle Klamotten 7-mal besitze. Nein. Okay. Neuladen hat's gefixt, Gott sei Dank. Weil die Hosen alle sehr ähnlich aussehen. Hallo Nico, schönen guten Nachmittag. Hoffe, es geht dir gut. Ich habe gerade geguckt, der Kleiderschrank-Bug ist nicht mehr da. Oder war das in meinem Inventar mit dem Bug? Warte. Oh. Gut. Ich glaube, ich habe dann immer noch alle Klamotten 7-mal. Ja. Weiß nicht, wiegen die Klamotten? Die wiegen halt was. Die Frage ist aber, wenn ich das jetzt verkaufe, verkaufe ich dann mein einziges Stück davon? Ich bin doch direkt wieder überladen. Mal, das, ich zerleg das mal. Wir gucken mal, ob das was am Gewicht macht. Oder wir gehen es lieber ver oder gehen wir es verkaufen. Ich gehe es mal. Ich versuche mal, das zu verkaufen, oder? Was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Ja. Ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst okay. Oh je, ist bestimmt das Wetter. Das Wetter ist auch absolut nicht meins aktuell. Dieses Hoch und Runter. Habe ich auch keine Lust mehr drauf, ehrlich gesagt. Aber ansonsten geht es mir ganz Hast du gut. das Spiel gestern gesehen? Ich muss hier runter. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ist ja zum Glück kurze Woche, diese Woche. Da ist es auszuhalten, auf jeden Fall. Okay. Ich weiß halt nicht, ob die Klamotten jetzt als Gewicht in mein Inventar zählen. Oder nicht. Warum habe ich so einen komischen Bug? Wir wenden uns nun erneut dem Thema der Woche zu. Der Mord an Saburo Arasaka, der bekannte CEO des Megakonzerns Arasaka. Ach so. Ich habe mich verliebt, das Spiel ist so toll, das Elden Ring. Das ist doch voll cool. Wenn man so ein Spiel hat, was einen so richtig packt, ist es ja einfach. So muss es ja sein. Hast du denn schon deinen ersten Boss gelegt? Und wenn ja, wie war's? Okay, ich verkaufe mal so eine komische Hose. Und dann beobachte ich jetzt oben, ob das was am Gewicht ändert. Tatsächlich. Hä? Dann ercheate ich mir jetzt voll Geld? Okay. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich möchte nicht des Betrügens betitelt werden, okay? Ich kann nichts dafür, dass plötzlich alle Klamotten 7-mal in meinem Inventar sind.
Sieht keiner jetzt, oder? Erste Storyboss und 4-5 Minibosse hat mich ein paar Versuche gekostet. Aber ein paar Versuche klingt jetzt nicht so viel. Also klingt machbar. Bist du so der Nahkampf- oder eher so Fernkampf-Spieler in so Souls-like-Games? So. Ja, ist halt hier jetzt, kann sich jemand Klamotten abholen an dem Ding. So, dann hoffe ich aber, dass das Problem jetzt gelöst ist und dass ich aber auch noch in meinem Kleiderschrank Klamotten habe. Habe ich jetzt noch was an? Okay. Wir treffen uns jetzt mit Takemura. Das ist der uns, ich will jetzt nicht sagen, gerettet. Aber vielleicht schon irgendwie. Er hat uns gerettet, wenn wir ganz ehrlich sind. In Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zelut? Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Bitte. Hallo Takemura. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Ich finde immer noch, dass der irgendwie einen Schweizer Akzent hat, oder? Aktuell Nahkampf, möchte aber noch ein bisschen zaubern lernen. Sekiro war ja quasi nur Nahkampf, abgesehen von den Prothesenmodulen. Okay. Habe ein Katana gefunden, mit dem ich Mondlicht verschießen kann. Also ist ja auch ein bisschen Fernkampf, wenn man mit Mondlicht Menschen schaden kann. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Können wir mal kurz darauf achten, was der dort im Hintergrund hinter Takemura macht? Wie ist er sein Burger? Ja, er steckt einfach die Nase in den Burger. Ja, das ist richtig, aber mein Charakter ist noch nicht intelligent. Ja, da gehört auch ein bisschen Warum was dazu. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Warum fragst du mich dann, ob ich weiß, wo sie ist, wenn du selber sagst, sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden? Ja, genau, du hast deine Frage selbst beantwortet. So. Wie? Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen?
War's das? Ich sollte echt los. Warte. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit? In Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einer Söldnerin? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. 70%. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Das ist Erpressung. Also was? Wir spazieren einfach in Sarasaka Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Bisher kann ich es dir empfehlen. Du würdest Cyberpunk auch weiterhin empfehlen. Also bis jetzt ja. Also ich habe ja jetzt so 12 Wir haben keine Stunden Zeit zu verlieren. Wie? Oder so. Bisher war es eine gute Mischung aus Nebenquests und Hauptquests. Bis jetzt kann ich es empfehlen. Und den Bug, den ich jetzt gerade hatte, der war ja jetzt nicht schlimm. Ich habe sogar Geld dadurch bekommen. War ein guter Bug. Mit ein paar Versuchen meine ich so zwischen 5 und 20. Also 5 würde ich vielleicht auch noch hinkriegen, aber ob ich Lust hätte, 20 Mal den gleichen Boss zu legen, und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Hanako-sama, o aitekte koai des. Kochirakoso. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Wir sind alle so aggressiv hier. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Ach, siehste, ich wollte noch mal nachlesen. Wegen dem Bug. Es war auf Discord, ne, Nico? Bei Spielecke, denke ich mal. Ja, hier. Auf keinen Fall Option 2. Muss dann dran denken, wenn wir die Mission haben. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen. Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Expertin helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn.
Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Es hat mir immer wieder Spaß gemacht, das neu zu versuchen. Dann habe ich das Muster durchschaut. Dann musste ich die Theorie noch in der Praxis umwandeln. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja. Oh. Das Gute an dem Spiel ist, dass du nicht zwingend einen bestimmten Boss machen musst, um weiterzukommen. Wenn du der Meinung bist, gerade nicht stark genug zu sein, dann kannst du einfach woanders hingehen und die Welt erkunden. Ja, das stimmt. Das haben auch viele gesagt, dass das bei Elden Ring wirklich ein Pluspunkt ist. Das ist ja bei Lies of P ist es ja eben nicht so. So, du bist gezwungen, die Bosse zu machen, um weiterzukommen. Und wenn du dann halt hängst an so einem Boss, ist das halt dann ätzend. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht. Ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken. Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Alles gut, Nico. Also, ich habe dich ja auch immer nachgefragt und bin ja drauf eingegangen. Du kannst gerne über Elden Ring schreiben. Komm, ab. Wie gesagt, ich finde es cool, wenn man ein Spiel hat, was einen so richtig packt und man das eigentlich die ganze Zeit einfach nur spielen möchte. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern.
Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Schon, also, der ist mir schon noch ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Es gibt kein Uns. Ich meine... Oh, er ist weg. Wie könnte auch mal ein bisschen entspannter jetzt sein? Ich meine, die Situation ist nun mal, wie sie ist. Sie muss jetzt mit Johnny klarkommen. Sie muss nicht die ganze Zeit rumschreien. Oh! Neue Mission, Automatic Love. Das ist die Mission. Glaube ich, oder? Oh, Discord ist immer anstrengend. Genau, Automatic Love. Genau. Müssen wir nur im richtigen Moment, wenn genau diese Auswahlmöglichkeit kommt, die richtige Antwort wählen. Genau, also ich wollte sagen, wie könnte man ein bisschen entspannter werden jetzt? Johnny ist halt da, sie wird Johnny jetzt nicht sofort los, sie wollen nicht die ganze Zeit rummeckern. Und soll Johnny halt erstmal beweisen, was er so kann. Dann gucken wir weiter. Das AC ist nur für Assassin's Creed. Ich spiele jetzt Assassin's Creed Night City. Weil heute alle schon Assassin's Creed spielen dürfen, obwohl es morgen erst, also 0 Uhr, glaube ich, erst offiziell released. Aber die ganzen Streamer dürfen es ja heute schon spielen. Außer ich. wir rufen Judy an. Nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich hab nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Was ist denn das hier für eine Bar? Ach, das Afterlife ist hier. Ja, es macht auch keinen Sinn, Nico. Es ist einfach der pure Neid, der aus mir spricht. Tarotkarte, Moment, was ist das? Scanne das Graffiti, um eine Tarotkarte zu finden? Moment. Hier, wo ich bin, ist eine Tarotkarte. Unten. Die Tarotkarte ist weg. Hey, guck mal. Was jetzt? Schade. Stärkung rufen, ein paar Schädel spalten und die Leichen reinschleifen. Dir doch gesagt, Mann. Na, jetzt ist das Zeichen für die Tarotkarte. Respekt. Warten bedeutet. Sonst machen die nicht auf. Ist halt so. Lass uns gehen. Ist hier an der Treppe. Aber was soll ich? Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Warum immer da. Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Graffiti Erfahrung. Ist. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren. Misty? Oh, ich tippe eher auf übereifrige Neuronen.
Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Ah, das ist das Letzte, was hier noch fehlt. Tarotkarten. Haben wir auch einen Vorteil davon? Die Herrscherin ist die Karte der Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Sie ist gebieterisch, weiß, was sie will und legt sowohl Eleganz als auch Sinnlichkeit an den Tag. Die Herrscherin steht für Kreativität und Wachstum und lehrt uns, unsere unterbewussten Antriebe nicht zu ignorieren, sondern auf unsere Intuition zu vertrauen. Okay. Bei den N54 Tarotkarten sammeln. Hey. Rein mit dir. Danke, Emmerich. Du kennst mich schon, ne?